Willkommen zurück bei Let's Play Third Age Total War und wir haben letztes Mal die Orks von Gundabad ausgelöscht, was ja nicht schlecht ist. So ist unser erster großer Gegner schon mal vernichtet. Wie ihr wisst, mein erstes Ziel ist mal alle Orks zu töten, also alle ja, Orks von dem Nebelgebirge und Orks von Gundabad. Die Orks von Gundabad sind schon mal tot. Jetzt müssen wir uns um die Orks von vom Nebelgebirge kümmern, so. Ja, und das machen wir am besten gleich mal. Machen wir gleich mal weiter. Indem wir als erstes mal unsere Truppen zusammenziehen. Wir müssen jetzt erstmal schauen, was wir machen, wie wir angreifen und so weiter und so fort. Aber ich denke, das sollte schnell gemacht, geregelt sein soweit. Als erstes mal müssen wir gucken, die zwei Typen nehmen wir auf jeden Fall wieder mit. So, dann nehmen wir die mit, die nehmen wir mit. Die hier. Die können wir auch noch mitnehmen, komm. Jo, passt. So, dann können wir die vier Einheiten da reintun. Und die Truppe. Ja, ich fand die letzte Schlacht ziemlich cool, muss ich ehrlich sagen. Hoffe, euch hat es auch gefallen. Nori schicken wir mal nach zu den Kaltöden. Ich wollte gerade einen Stadtnamen sagen, aber das hat ja keinen richtigen Stadtnamen irgendwie. So. Haben wir schon noch irgendwelche Generäle irgendwo rumsitzen hier? Ja, vielleicht kommt Gimli auch irgendwann mal aus der Verbannung da hinten. Aber momentan brauchen wir halt leider keinen weiteren General. Ja, und noch einen dritten General will ich halt auch ungern hier reinhauen in die Armee. So, hier bauen wir noch eine Einheit Minenarbeit. Das Problem ist, wie gesagt, unser Geld momentan. Aber nicht so wirklich viel. Das Gute ist, wenn wir hier diesen Ork-Außenposten erobert haben, können wir dann aus diesen zwei Städten Truppen abziehen, die wir dann an die, oder aus diesen vier Städten Truppen abziehen, die wir dann an die Front schicken können. Das ist auch das Gute an der ganzen Sache. Und deswegen werden wir auch einen Ork-Außenposten als erstes erobern. Das wird unser erstes Ziel. Aber schon ein paar Runden. Des Weiteren möchte ich nochmal auf die Steam-Gruppe von der Let's Play WG hinweisen. Die steht bei uns. Die steht bei uns unter allen Videos in der Beschreibung. Bei mir müsst ihr halt dann eine Weile gucken, weil ich habe ja die ganzen Mod-Links und so weiter und so fort drin. Deswegen müsst ihr dann ein bisschen gucken, aber ist eigentlich trotzdem leicht zu finden. Ganz unten einfach, glaube ich. Und ja, ganz unten. Und da könnt ihr dann auch eben schauen. Und könnt da beitreten und dann könnt ihr uns dann über diese Steam-Gruppe könnt ihr uns anschreiben und ja, da könnt ihr alles machen im Prinzip, okay, da könnt ihr alles von uns oder Kommentare schreiben, Diskussionen starten etc., was man halt so in einer Steam-Gruppe eben kann, könnt ihr da gerne machen. Ja, habe ich mich vorhin verzählt oder wie? Ah, ja. Ja gut, machen wir das jetzt. Ja, wir nehmen eine von den Einheiten da raus. Machen das so. So viele von diesen Achtschwerfen brauchen wir gar nicht. So ein bisschen mehr Geld haben wir wieder, das ist doch schön. Jetzt greifen wir als erstes mal diese Armee hier an. Ja, das wird doch eine lustige Schlacht, denke ich mir. Wollen wir bei Nacht schlagen? Ne, da seht ihr wieder so wenig, wenn dann schlagen wir sie bei Tag. Ja, los geht's, würde ich sagen. Und ich hoffe, unser 600 Abonnenten-Special hat euch auch soweit gefallen. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken, jetzt fängt wieder die Schule an. Und jetzt müssen wir mal eben schauen, wie wir das denn machen mit den Videos. Weil jetzt jeden Tag eins rauszuhauen, glaube ich, schaffe ich nicht. Jetzt zumindest nicht diese und nächste Woche, weil wir schreiben noch ein paar Arbeiten, aber dann ist ja kurz vor Halbjahr und dann macht man ja wieder Ewigkeiten nichts Wirkliches. Und dann schreibt man halt wieder nach dem Halbjahreszeugnis wieder viele Arbeit, also braucht man eine Weile und dann schreibt man ja wieder Arbeiten. Deswegen denke ich, können wir das so machen, damit ich einfach jetzt die nächsten zwei Wochen so vielleicht, ja, mal gucken, je nachdem wie viele Videos ich halt eben schaffe. Es kommt halt drauf an, wie viel Zeit ich im Prinzip habe. Hab und dann kann ich je nachdem so viele Videos dann halt eben raushauen. Und
Ja. Muss ich mal gucken. Werdet ihr ja dann sehen. Also nicht denken, ja, da geht's nicht weiter oder sowas. Es wird auf jeden Fall was kommen, klar. Aber ich brauche halt auch meine Zeit, weil die Schule geht halt eben vor. Ich denke, das ist bei jedem so. Hoffe ich zumindest. Sonst ist irgendwas falsch gelaufen. So, dann noch was Wichtiges. Zu Heiko und meinem Napoleon Let's Play folgendermaßen. Wir werden demnächst wieder ein Part rausbringen. Wir hatten ein paar technische Probleme und dann hat man wieder keinen Bock mehr, nachdem wir 3 Stunden aufgenommen hatten und dann irgendwie alles für den Arsch war, so ungefähr. Dann hat man halt eben keine Lust mehr. Und wir werden aber auf jeden Fall demnächst wieder weitermachen. Also das ist auch nicht totes Projekt. Und dann habe ich noch das ein oder andere Projekt auch noch vor. Weiß ich aber noch nicht, was ich da wirklich machen soll. Ganz ernsthaft, wir machen das jetzt mit unseren schlechteren Truppen. Kämpfen von da drüben. Die brauchen wir da auch mal gar nicht mitnehmen hier. Schick mal einfach mal hier so hin. Jo, dann die guten Generäle schicken wir dahinter, so. Und die Artillerie, ja, keine Ahnung, wir laufen ja noch ein Stückchen vor, deswegen können wir sie ja mal dahin schicken. Mit der Kavallerie, das Problem ist dadurch, dass da ja dieser Hügel ist, geht es leider alles nicht so einfach. Ups, was wollte ich machen? So jetzt. Können wir ja nicht mit der Kavallerie da so einfach drauf reiten auf den Hügel. Und die ganze Sache werden wir jetzt mal kurz vorspulen, weil das braucht mir doch ein bisschen zu lange. Also wie gesagt, ich habe einige Ideen für noch ein Let's Play. Ja, jetzt gucken wir erstmal, damit wir hier in Third Age ein bisschen weiterkommen. Und dann muss ich mal überlegen. Ich habe mir ein paar Pläne. Also ein paar Pläne habe ich hier liegen. Also, was heißt hier liegen? In meinem Hirn. Habe ich ein paar Ideen, was man machen könnte. Da werden wir uns das dann, werde ich mir mal anschauen, dann werde ich vielleicht ein Abstimmungsvideo machen, je nachdem. Und ja, ich denke, das wird dann ganz lustig. Steht die auf Nummer 6 da hinten? So, jetzt muss man da gerade mal ein bisschen vorrücken noch. Ja, und ich will mich auch noch eben nochmal bedanken für die ganzen Kommentare etc. Das ist echt klasse. Und für die ganzen Aufrufe und so weiter und so fort. Na komm, greif doch an, ihr kleinen Spacknadel. Ich will da jetzt ungern reinrennen. Es gibt nur unnötig viele Verluste. Und die Orks von den Nebelgebirgen haben anscheinend ziemlich viele Truppen, so wie es aussieht. Also jetzt lassen wir mal ein bisschen reinschießen mit unseren Katapulten. Ja, einer der ersten Schüsse hat schon mal richtig schön getroffen. Das Problem ist, so. Oh, da vorne werden noch mal ein paar Truppen enttarnt. Oh, wir müssen angreifen, das ist das Problem. Wir müssen angreifen. So. Ja, gegen die Höhlentrolle können wir so eigentlich nichts machen. Also, außer gegen Kämpfen halt. Wobei kommen die Goblin-Bogenschützen, dann greifen wir jetzt mit unserer die Goblin-Infanterie da oben. Ja, wobei, ja, hier greifen wir da an und so, da greifen wir noch an. Übrigens, danke für diesen Tipp mit Alt oder, nee, Shift war es, Shift. Ah, den werde ich jetzt einfach mal benutzen. Ist nicht blöd oder wie scheiße oder was? Ich muss gerade mal irgendwie den Sound lauter machen. Ich weiß auch nicht, woran es liegt.
So, das ist doch jetzt mal wieder Sound hier, so wie ich es liebe. Our men are winning the battle. If we continue like this, Die we haben will jetzt nicht wirklich smash the diese enemy. Spasten. Natürlich nicht weiter feuern hier. Wobei, ob die können sie feuern. Warum jetzt nur eine Einheit, die dagegen entgegenwirkt? Das ist schon ein kleines Problem. Komm, hier Spacken, feuert nochmal. Dankeschön. Ja, vielleicht noch dann treffen. Ja, so ja nicht. Ja, so schon eher. Muss man gerade mal ein bisschen Überblick hier schaffen. Noch mal ein bisschen mehr Überblick. Ja, es müssen nicht hier unbedingt 10 Einheiten auf ein so eine dumme Trolleinheit raufrennen. Das ist nicht unbedingt nötig. Wir können aber da hinten noch angreifen. Die kämpfen da und machen die Ortsanteile fertig. Oh, nett. Toll. Wir haben keinen verloren. Schon ein gutes Zeichen, würde ich sagen. So, die greifen mal im Nahkampf an. Gefühl, dass der Kampf gegen die Orks auf den Misty Mountains ein bisschen verlustreicher werden wird. The enemy general flees like the coward he is. Press onward and break the spirit of his army. Oh, und unsere Kavallerie haben geopfert in der Schlacht. Oh oh. Only half we have captured the enemy general. That will teach the cowardly dog to turn tail and run. So schick ist diese scheiß Trolle, die kämpfen halt bis zum Tod. Also die fliehen nicht, die kämpfen halt einmal bis zum Tod. Scheiße, der Hauptprobleme. So, da hinten greifen auch noch ein bisschen an. Mal die Übersicht. Ich finde es schade, dass sie das in den neueren Teilen wieder rausgenommen haben, diese Übersicht hier. Finde ich irgendwie schade. Wie gesagt, also ich bin der Meinung, ein paar Sachen aus den alten Spielen würden den neuen nicht wehtun und aus den alten Spielen, die Sachen aus dem neuen würden den Spielen, also einige Sachen, würde den Spielen nicht wehtun unbedingt. Brauchen wir mal Kavallerie hier drüben. Das Gute muss man sagen, unsere Armee hier war jetzt sozusagen die B-Mannschaft der Armee, nicht die A-Mannschaft. Und sie haben trotzdem gewonnen. Oh. Fuck. Ja gut, das war jetzt voll unbeabsichtigt. Ich wollte eigentlich gerade die Einheit da anklicken, die da stand und dann kam es bloß beenden, bla bla bla. Fick dich und so. Ja. Gut, ja, und irgendjemand meint mich zu spammen zu müssen. Das finde ich süß. Super. Ja, auslösen, abgelehnt, tschau. Ja, trotzdem ist die Armee fast tot.
Oh, lol. Haben wir noch irgendwo Kavallerie? Ja, da haben wir noch ein paar Reiter. Und wo sonst noch Kavallerie? Hallo? Ja, jetzt können wir gleich rüber zu Erebor. Und da gucken. Haben wir denn Getral drin? Ja, da haben wir keinen. Heißt, der Gute muss. Oder von den beiden muss. Der Jüngere muss. Ciao. So. Also Weißquell können die auch bitte selber erobern, also hallo. Ich will nämlich keine Grenze so schnell mit Isengard haben. Da bin ich nicht so geil drauf. So ein Zwei-Fronten-Krieg. Jo. Ah, jetzt haben wir wieder Geld, dann können wir das mal wieder machen. Litasch. Wo ist Litasch zum Teufel? Ah, hier. Turin. Ah, da haben wir schon General. Warum hat denn noch keinen? Hier. Sehr schön. Ja, mal darüber, mein Guter. Baubericht. Lindwurmhöhlen. Schön. Was können wir denn hier so bauen noch, was Geld gibt irgendwie? Hm? Ja, gar nichts, dann bauen wir halt mal nichts. Neon Yal! Können wir auch nichts mehr bauen, was Geld gibt, weil Soldaten brauchen wir da hinten wirklich nicht. Weil so eine Einheit würde der Stadt vielleicht mal ganz gut tun und ihre öffentlichen Ordnung. Was geht eigentlich mit dem Gimli? Ist der so ein schlechter Verwalter oder fehlt der auch? Der ist schon ein ziemlich guter Verwalter. Wie alt ist denn eigentlich unser König Dain? 88? Nicht schlecht. Dann würde ich sagen, dann rennen wir mal hier über den Fluss drüber, wie auch immer der gerade heißt, habe ich keine Ahnung. Weißquell könnte das sein. Ne, Weißquell ist hier. Bei Bruchtal. Glaube ich, ja, keine Ahnung, egal. Und dann rennen wir mal auf den Ork-Außenposten hier zu. Wie gut sind denn die Truppen hier eigentlich? Ja, es geht. Hauptsächlich Snagas. Snagas ist so kacke, wenn man keine Kavallerie hat, ist das so scheiße. Ja, übrigens, ich habe mir jetzt, also ich habe jetzt das Silmarillion bekommen. Also diese Sammlung von Tolkien über das erste Zeitalter, und das werde ich jetzt anfangen nämlich durchzulesen oder halt zu lesen immer mal wieder ein Stückchen, und dann kann ich euch noch ein bisschen mehr über dieses ganze Herr der Ringe Gedönse erzählen als durch die Filme, und jetzt habe ich auch bei das erste Buch nochmal durchgelesen, und dann kann ich euch noch mehr erzählen, was jetzt auch nicht so unbedingt zum Nachteil ist, würde ich sagen. So, was können wir denn jetzt noch machen? Den da rüber schicken. Und wieder kein Geld haben, so wie wir es lieben. Na komm, nochmal, ach so. Na gut, dann halt doch nicht. Keine Steuern erhöhen hier. Nicht dein, komm, lauf. Ein Bewässerungsnetzwerk und dann die Minen können wir hier auch gerne bauen, habe ich kein Problem mit.
Ja, langsam aber sicher kann man hier auch gute Truppen rekrutieren, denke ich mir. Das Problem ist 75% unserer Kultur hier und wir haben erst 64, deswegen können wir noch nicht die relativ guten Truppen da bauen, aber bald sieht es sehr gut aus. Sobald halt eben die Kultur angepasst wurde in der Provinz, sobald wir unsere Kultur durchgesetzt haben. Ich meine, was ich ziemlich lustig finde, du kannst ja nicht einfach aus einem Ork einen Zwergen machen, oder? Oder aus einem Elben einen Menschen. Geht ja nicht so einfach, oder? Kultur ist da irgendwie ein bisschen lustig teilweise, klar. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, ich habe noch nie einen Zwerg gesehen, der Kultur der Elben gefolgt ist sozusagen. Oder der das toll fand. Ja, Markt, Fruchtwechsel. Das war's. Holzburg bereits zum Aufwerten, Kiplidum. Ah ja, schön. Oh, da ist eine Full Stack, also eine volle Armee. Die sollen da mal ein bisschen kämpfen und auch mal was machen, Loser. Jetzt muss man gerade mal gucken, was passiert. Wie viel? 58, das ist mir ein bisschen zu niedrig, muss ich ehrlich sagen. Ich will eigentlich dieses eine Teil sehen, ob sie dann noch Unterstützungsarmeen bekommen oder nicht. Probieren wir's. Ach Gott sei Dank nicht. Wow. Heißt, wir werden erst die Armee ausschalten oder am besten gleich beide zusammen. Auf einer offenen Landschlacht und keine Stadtschlacht, das mag ich nämlich gar nicht. Ich weiß, es ist ein bisschen schade, weil dadurch haben wir ein paar Städte, die es ja richtig gibt, glaube ich, nicht richtig gesehen. Also so ein bisschen nachgestellt sind halt. Ich glaube, Khan Doom ist nachgestellt und Gundabad, glaube ich auch, ich weiß es aber gerade nicht. Ja. Was soll man machen hier? Auch noch die Stadt aufwerten. Ey, das kostet Geld ohne Ende. So. Nette Schlacht wird es auf jeden Fall. Aber. Ja, es tut mir leid, ich muss es leider sagen, diese Schlacht werden wir erst beim nächsten Teil wiedersehen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Schreibt fleißig Kommentare, auch wenn euch mal was nicht so richtig gefällt. Gebt Daumen hoch, wenn ihr wollt. Würde mich echt freuen, wisst ihr ja. Jo, also dann bis zum nächsten Teil. Ciao.